Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Amphibium Galactic Survival. Das Abenteuer geht weiter. Wir sind in Folge 4. Letzte Folge den ganzen Kram für den Kern besorgt und. Und ja, das Abenteuer geht jetzt hier weiter. Wir schauen auch mal direkt rein. Ich will gar nicht lange quatschen. Wenn euch das gefällt, macht ein Abo, kommentiert und liked und dann springen wir rein. So. Ja, der Kern soll gesetzt werden. Wahrscheinlich egal wo. So. So, die Station gehört mir. Jetzt brauchen wir hier noch den Generator. Ach ja, und einen Tank müssten wir eigentlich auch noch bauen, ne? Den Tank. Den Tank, Tank, Tank. Da fehlt uns jetzt wieder was. Elektronik 5. Und Silizium. Okay, müssen ein bisschen Ressourcen sammeln. Das ist immer noch die gleiche Meldung. Ja. Also wir brauchen hier Strom. Es wird auch schon wieder dunkel. Herrgott, Kerl. Habe ich das Zelt noch mit? Jawohl, ich stelle mein Zelt auf. Machen wir mal ein Heierchen hier, damit es wieder hell wird. Na, komm, zack. So. 2 Stunden? Ne, da machen wir nochmal ein Heierchen. So. Wieder hell. Wunderbar. So, mal 2 kleine Fotos. Ja, vielleicht auch 3. So. Silizium. Wir hatten doch hier. Wrack, Wrack, Ressourcen. Hatte ich nicht irgendwo schon eine Siliziumlager? Aber da komme ich nie raus, wenn ich nicht achtsam buddel. Oder gehe ich lieber nochmal hier auf der Oberfläche suchen? Indem ich jetzt ihre Ressourcen wegpflücke. Oh, wer bist du? Zwei. Okay, gehen wir mal hier rum. Ah, da haben wir doch schon was. Silizium. Kupfer sieht irgendwie scheiße aus. Mal gucken hier. So weiterlaufen. Und auch die ganzen Dinger hier mitnehmen. Was essen hier.
Kein Kupfer weit und breit, gibt's auch gar nicht. Das ist nur Stein. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Wirklich ein tolles Gebiet zum Anfang, muss ich sagen. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass wir hier einen Schutzanzug bekommen. Zum Start aber ist nicht schlimm. So, kann ich nicht ein Kupfersteinchen hier, so ein bisschen Eisen, das ist natürlich... Da, Kupfer! Yay! Ein Bröckchen. Wow, ans Nest gekommen. Nein! Puh. Oh, die sieht man so schlecht. Da ist noch einer. Noch einer. Munition hier nicht verballern, wie doof. Schock. Ich höre noch eine. Da ist er. Das war's erstmal. Können wir schon hier das Eisen noch wegholen? Die Nester sind da unten, sind noch welche. Da kommen sie auch angekrabbelt schon. Naja, wir gehen einen anderen Weg. Meine Munition verschleudern dafür. Ja, die sind hier überall in der Wiese. Ein bisschen aufpassen.
gucken. Da müssen wir hin gleich, alles klar. Dann wollen wir noch ein bisschen Kupfer. Da ist es wieder. Was ist denn hier los? Gibt's so gar nicht. Das mal probieren hier mit dem Kupfererzlager. Ich glaube, ich guck mal, ob ich da was abbauen kann. Zurückgehen. Da. Boah. Viel tiefer. Zurück. Da müssen wir hin. Spider-Man's Rettungskapsel? Ne, müssen wir nicht hin.
Die habe ich doch alle schon erforscht. Ja. Cool Tanken Generators. Haben wir. Müssen nur noch bauen. Was zu essen kredenzen hier? Salami. Oh, 100 Stück wohl kaum. Das wird alles schlecht hier. Relativ schnell sogar. Full Tank. Lass mich den Tank jetzt bauen. Ach so, Elektronik. Silizium. Ah, zu wenig Silizium. Tududu. Nicht auch irgendwo eine Ader hier schon gefunden. Ressourcen 300, da hinten 300 Meter. Aber ich denke, auf dem Weg werde ich das eher unterwegs finden. Also ich brauche auch mal hier Kupfer. Jetzt finden wir es direkt hier neben. Ja, Felix, jetzt brauchen wir ein bisschen Silizium und jetzt kommt nichts. Und du hast das erste, was wir gefunden haben, die Rettungskapsel. Können wir die nicht demontieren? Ne, können wir nicht. Eigentlich alles so auf der Oberfläche und dann, wenn man sie braucht, nicht. Dann wird ja auch schon wieder dunkel.
aufpassen, dass man sich den Ausgang nicht verbuddelt, ne? Muss auch wieder da hochkommen. Also einen geraden Schacht nach unten graben, ohne Jetpack? Nö. So. Wieder zurück. Oh nein, wir haben das Motorrad stehen lassen. Daher Intelligenz. Gut, dass wir noch eins mit haben. Da geht's hin. So, und hier steht das andere, wieder schön verpackt im Case. Das schiebe ich mir aber hier wieder auf Tasche. So. Und dunkel. So. Jetzt haben wir aber alles zusammen. Jawohl, ja. Futtern, was wir hier kriegen. Die hauen wir uns jetzt auch mal rein. Einmal wieder richtig voll. Das behalten wir mal. Das ist nützlich. Das vielleicht auch. Ja, echt jetzt. Also das finde ich nicht okay bei den Quests. Leute, wenn man da schon irgendwas gemacht hat, dann muss er sich automatisch updaten. Das ist Shit-Käse. So, einen Moment mal. Muss das mal eben managen hier. Wie ging das jetzt denn nochmal hier? Und fertig. Ja. Ja. Also, jeder einzelne Abschnitt vom Spritkräften bis reinschmeißen in den Tank ist hier. Okay, das können wir so machen. Open Control Panel. Okay. Das Betriebssystem geladen. Okay. War schon ein bisschen durcheinander alles hier, ne? Zu den Talons geht's. Q.
Klingt nach einem Plan, würde ich auch sagen. Machen wir nochmal hell. Ach, natürlich nicht. 1:42. Aber gut, dann wissen wir ja, wie es weitergeht. Natürlich für eine Verabschiedung jetzt super, super, super dunkel. Naja. Im nächsten Video geht's weiter, Leute. Dann gehen wir zu den Talons und nehmen mit denen Kontakt auf. Wenn euch das gefallen hat, macht ein Abo, Like, kommentiert. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Meso im Singleplayer. Survival Imperium. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.